Mit einer handschriftlichen Widmung hat US-Präsident Donald Trump im Bundesstaat Arizona die Fertigstellung der 200. Meile der Grenzmauer zu Mexiko gefeiert und letztere als Bollwerk gegen illegale Einwanderung gelobt. Die Zahl der Grenzüberschritte sei im Vergleich zum Vorjahr um 84% niedriger. Illegale Grenzübertritte von Menschen aus Zentralamerika hätten sogar um 97% abgenommen. Auch beim Kampf gegen Corona habe sich die Mauer als Schutz weit bewährt, so Trump. Unter Einsatz der Notfallbehörden des Gesundheitswesens habe man eine Coronavirus-Katastrophe an der Südgrenze verhindert. Grenzschutzbehörden können Migranten seit März nach einem illegalen Grenzübertritt in ihre Heimatländer zurückschicken. Begründet wurde die Maßnahme, die im Mai auf unbestimmte Zeit verlängert wurde, mit der Corona-Krise. Der Besuch in Arizona erfolgte zu einem kritischen Moment in Donald Trumps Wahlkampfstrategie. Der Auftakt vor halbleeren Reihen am vergangenen Wochenende in Tulsa, Oklahoma, verlief eher enttäuschend. Nun versucht Trump, die Aufmerksamkeit auf die Kernthemen seiner Politik zu lenken. Der Bau der Mauer war ein zentrales Wahlversprechen 2016.